Na komm! Komm jetzt! In 400 Metern links abbiegen. Anna, ja, ich... Ach, komm jetzt! Ach, egal. So, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu einer neuen und weiteren Folge bei Forza Horizon 5, den mit Abstand wirklich besten Rennspiel in den letzten 1-2 Jahren, muss ich echt mal gestehen. Und ich bin eigentlich auch ein Riesenfan zum Beispiel von F1 2021, aber dieses Spiel macht einfach Spaß. Dieses Spiel bietet mir so viele Möglichkeiten für mich, um meinen Content irgendwelche Folgen zu drehen. Und ja, deshalb mal wieder eine neue weitere Folge. Ich will heute mit euch mal wieder ein paar Story Mission, auch generell vielleicht ein paar Events hier fahren. In Sachen Events muss ich mich sowieso mal ein bisschen umschauen, wie das Ganze hier nochmal funktioniert. Aber wir gehen erstmal hier zu dem Warshow, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, nämlich diesen VW Beetle, den der Onkel irgendwo hingetan hat. Der ist verstorben, demenzkrank, ich weiß es nicht, hat es auf alle Fälle irgendwie vergessen, wo der ist. Wir legen einfach mal los. Genau, den ersten haben wir schon. Eigenbau gegen Serienwagen. Während der Warshow auf Vordermann gebracht wird, hat Ayandra eine Frage von höchster Dringlichkeit. Okay. Ayandra, schöner Name übrigens. Was hast du für eine Frage? Hola, was meinst du dazu? Ah, sehr nett. Wo ist der Warshow? Ich lasse mir Zeit damit. Keine Sorge, Superstar. Manchmal ist ein Serienwagen gar nicht so schlecht. Wollen wir die Watch unbedingt haben? Vollkommen egal. Okay, wir müssen irgendeine Zeit hier schlagen. Möge der bessere Mechaniker gewinnen. Oh, der Start war jetzt alles andere als gut gewesen. Na dann. Wir fahren erstmal gemächlich. 1,34 sollten wir Van brechen. Warum sind wir so langsam? So. Woppala! Ah, jetzt können wir ja überholen. So, Ayandra. Sorry. Komm, zieh doch mal. Ist denn das für ein Wagen? Es gibt eine Abkürzung. Fahr geradeaus. Okay. Perfekte Abkürzung, Anna. Kurvenreiche Stadt. Der nächste Bahn, ja, der Wagen ist ein bisschen... Der Wagen... Ist mir nicht leicht. Ja. Mega. Sie macht es dir mega schwer. Ja, der Wagen ist alles andere als geil. Er ist eigentlich ein Porsche. Nee, aber wenn man natürlich mit dem Ford Mustang unterwegs ist von Ken Orr, der Unicorn, dann ist es immer ein bisschen was anderes. 1500 PS. Der ist so ein bisschen... Naja. Gibt schönere. So. Oh. Ja, wir drehen nochmal eine extra Runde. Wir warten auf sie. Ui. Also ein Stern wird jetzt schwer. Was? So weit ist es noch? 2 Kilometer? Wie hätten wir denn sowas schaffen können? Kann der auch noch schneller? Wir sind einfach mal eine halbe Minute zu langsam gewesen. Hey, gut gemacht. Ja. Ich lass dich mal in die Werkstatt. Ruf an. Ich will es so einmal probieren, um zu gucken, ob man das überhaupt schaffen kann, eine 1,34. Hä? Ach so, oh. Okay, naja. Das schaffen wir wenigstens. Aber eine 1,34, das wird ein bisschen utopisch. Also, hier kannst du, wenn, die Abkürzung nehmen. Wir fahren unsere allererste Abkürzung. Wo fahren wir die eigentlich? Hier fahren wir unsere erste Abkürzung. Oh, da können wir einmal quer durchfahren. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht... Wir gucken mal um. Es kann sein, dass hier gar kein Kontrollpunkt mehr ist und dass wir einfach hier durchfahren können. Aber ist schon geil. So ist das also. Na dann. Aber ist schon geil. Der erste Gang richtig schön niedrig. Und der andere wird immer länger. Ab dem zweiten Gang an.
So, hier können wir gleich schon mal reinstechen. Sehr schön. Die Kurve nehmen wir jetzt auch mal ein bisschen enger. Sehr schön. Und da vorne fahren wir geradeaus. Es gibt eine Abkürzung. Fahr geradeaus. Ach, guck mal, das meinte sie mit geradeaus fahren. Okay. Jetzt fährst du die kürzere Strecke. Anna, auf wessen Seite bist du, Amiga? Na, auf meiner. Für dieses Rennen gibt es keine feste Route. Ich leiste nur Navigationshilfe. Würdet ihr zu gerne ein High Five geben, Anna? Du bist jetzt wieder auf der Hauptroute. Oh, war ja wesentlich schneller gewesen. Fast 20 Sekunden zu einer bisherigen Bestzeit. Würde ich jetzt mal schätzen. Boah, ey, da macht ja keinen Sinn hier. In den sechsten Gang zu gehen. Oh ja, diesmal schaffen wir das. Hahaha. Ich lass dich mal wieder zur Werkstatt. Genau, arbeite. Dankeschön, Anna, im Übrigen. Gut, 3 Sterne, wunderbar. Bestenliste will ich gar nicht ansehen. ¿Qué onda, amigo? Hey, rate mal, wer den Bocho zum Laufen gekriegt hat, so wie 1963. Er wäre gut für Rallyefahrten geeignet. Das könnten wir hier machen. Wenn dir Rallycross lieber ist und du dein Gymkhana-Können zeigen willst, wäre das hier möglich. Deine Wahl, wir treffen uns dort. Okay. Ist mir vollkommen egal. Komm, wir haben ja mehrere Möglichkeiten. Wir haben erst hier Asphalt. Können wir auch beide machen? Ach komm, wir probieren einfach mal beide aus. Wir sehen, wie der Boccio sich im Gymkhana schlägt. Und du? Auf den Weg. Me too, ja. Me too-Bewegung. Ach, er ist ja mit dem Ford Focus hier unterwegs. Horizon Mexico kriegt nicht genug von dir. Du bist einer unserer größten Superstars überhaupt. Das wundert mich gar nicht. Ich will dich in die Ruhmeshalle aufnehmen. Du bist sowieso unterwegs dahin. Auszeichnungen für Auszeichnungen, Abenteuer für Abenteuer. Habe ich schon so viel gemacht? Mir kommt so vor, dass ich gar nichts gemacht. Ja, okay. Wow, Leute. Wow. Okay. Ja, die kennen irgendwie nicht 2 Spuren hier. Die fahren immer ganz gerne auf meiner Spur. Geradeaus. Hoppala. In 400 Metern rechts abbiegen. Okay, Anna, danke schön. Gibt's auch hier eine Abkürzung? Rechts abbiegen. Oh, der Ford Focus, der ist schon geil. Boah. Oh. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, dann legen wir auch mal los. Okay, 1,32 für 3 Sterne. Ah, okay, und Gruppe 5 können wir auch noch machen. Also die dritte Mission. Was sagst du dazu? Mit Tio Victor sagte, dass Papa Fernando Rennen in Guanajuato fuhr. Vor der Straßenszene, vor Horizon, bevor es überhaupt Gymkhana genannt wurde. Sieht toll aus. Ja, hätten wir nicht irgendwie bei schönem Wetter? Und ob, es regnet so selten hier, warum gerade jetzt? Ich hab einen Parcours aufgebaut. Und es ist dunkel. Sag mir, was du und der Wocho könnt. Ja. Gut, Anderle, die Stoppuhr läuft. Ja. Ey, Bestverhältnis überhaupt. Gibt's hier oft irgendwas wie Kontrollpunkte? Denn ich kürze hier einfach so ein bisschen ab. Ist aber auch ein scheiß Wetter, ey. Das ist so richtig dringe bleiben, Netflix anmachen und kuscheln.
Oh, der erste Sprung. Der Rampe voraus. Bereit abzuheben, Bocho? Ja. Ja, ich bin gerade schon abgebogen. Oh, hoppala. Boah, man sieht doch manchmal gar nicht, wo man hier lang muss. Während meiner Arbeit fand ich ein paar Befestigungsbolzen oben auf dem Fahrwerk. Ich glaube, er hat mit der Fahrhöhe herumgespielt. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, warum, aber er war mit diesem Auto seiner Zeit weit voraus. Ja, 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 na klar. Der hat einem was vorgemacht, bestimmt. Oh, scheiße. Ja. Oh, das war gar nicht mal so schlecht. Oh, zeitmäßig ist ja relativ einfach. Also, wir sind ja über 10 Sekunden zu schnell. Oh, 16 Sekunden. Fantastisch gefahren. Kannst gerne, du weißt schon. Oh, spannend war das nicht gewesen. Ich frage mich wirklich, was er mit diesem Auto vorhatte. Ich werde es mal zurück auf die Hebebühne fahren und es mir genauer ansehen. Autos scheinen wirklich in der Familie zu liegen. Ja. Du hast ja keine Ahnung. Einmal der Erfinder, der hat bestimmt Raketen da reingebaut oder den Sinn des Lebens, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle haben wir 3 Sterne bekommen. Hola, mi amigo. Hey, mi Familie kam den Bocho besuchen, als ich in der Werkstatt daran gearbeitet habe. Sie haben mir die tollsten Stories erzählt, die kaum zu glauben sind. Tio Oscar meinte, dass Papa Fernando eine Weile für ein Rallye-Team gefahren ist. Er trat in der Baja an, vielleicht sogar in Dakar. Wir könnten eins seiner Rennen nachstellen. Und Tia Sofia meinte, dass er mit seinem Bocho ins Dach einer Schule gesprungen sein soll. Seine Sprünge könnten wir doch auch nachstellen. Die Schule lassen wir aber besser weg. Nee, warum denn? Ich kümmere mich um den Aufbau. Nee, ich mach erstmal dein anderes Dings, der Bumster, ist ja auch noch offen, aber wir können doch ruhig in die Schule springen. Oh, warte, was? Hä? Okay. Die anderen machen wir dafür nicht. Wie, was, Triff mich an diesem Gefahrenschild. Ich hab's in sicherer Entfernung zu den Gebäuden aufgestellt. Okay. Schon unterwegs. Warte mal, ich will mal kurz mal gucken, die Maske, ach, die ist jetzt so weit weg. Na gut, dann fahren wir schnell dahin. Nee, Anna, ich kenne eine Abkürzung. Glaub mir. Bombensichere Abkürzung. Nein, Anna. Halt dich fest, Anna. Oh, wir sehen bis jetzt noch nichts, aber es kann... Neu berechnet. Oh, ich glaube, wir springen voll daneben. Ah, haha, oh. So, voll einmal überholen hier. Ah, guck mal, da ist Erik. Rechts abbiegen. Okay, jetzt gleich anbremsen. Rechts abbiegen. Oh. Ah, wir drehen nochmal eine extra Runde. Der fährt sich schon geil. Aber mir trotz all dem ein bisschen zu wenig Leistung, gerade wenn es um die Topgeschwindigkeit geht. Aber egal. Boah, schön. Der macht richtig Spaß, ey. Oh. Braucht keiner. Oh. Halt im Griff. Hoppala. Hoppala. Halt im Griff. Oh, wie gewollt, wie gekonnt. Ist nur eine kleine Periode, wo ich jetzt selber so gut fahre und nirgendwo gegenschlage. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Okay. Wow! Verrückter! Wow! War das ein Tier gewesen? Du hast dein Ziel erreicht. Aber was ist denn jetzt hier mit Gruppe 5 und so? Also wir überspringen ja hier alles.
Beweise, wie weit der Worsche wirklich fliegen kann. 1,51 Meilen? Millimeter? Eigentlich Meilen, oder? Aber kann ja auch nicht sein. Hey, bereit für einen Sprung? Wow, was hast du aus dem Wagen gemacht? Immer. Den Kratzern am Unterboden nachzuurteilen, wäre das nicht der erste Sprung von diesem Wocho. Na gut, bin ich mal gespannt. Bin gespannt. Hast du eine Route? Ist festgelegt. Los! Gut, mal gucken, wie spannend das jetzt mal wieder ist. Oh, 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 boah. Fahr so selten Offroad-Fahrzeuge. Oh, ich glaube, der Sprung, der wird schlecht. Ui! Oh Gott, der wird schlecht. Na, das war mal ein Sprung gewesen, wa? Was, was, was? Wow, alles okay? Ja, war mega Sprung. Lust auf noch eine Runde. Aber ein anderes Mal. Papa Fernando war ein Draufgänger, der Veras. Er hat sich so manchen Ärger eingehandelt. Und der Wocho war daran nicht ganz innocente. Er wollte nur seine Grenzen austesten, Aleja. Das verstehst du doch. Können wir jetzt bitte von vorne Hallo, ich von vorne. Gute Mechaniker. Komm, hört auf zu quatschen. Ich dann mal wieder auf zur Garage. Dankeschön. Na, ja, bis bald. Hau rein. So, nochmal Neustart. War ja wirklich ein kläglicher Sprung. Okay. Sieht schon mal viel besser aus. Und Sprung. Also doch Meter. Ja, ja, ja. Oh, ich glaube, das sind 3 Sterne, wa? Wow. Alles okay? Ja. Ich hätte sogar Lust auf noch eine Runde. So muss ich die nochmal quatschen hören, ey. Komm, bitte. Papa Fernando war ein Draufgänger, der Veras. Er hat sich so manchen Ärger eingehandelt. Und der Wocho war daran nicht ganz innocente. Er wollte nur seine Grenzen... Langweilig! Das verstehst du doch. Klar, du hast recht. Das tun gute Mechanikers. Ey, das ist ein Smalltalk wie 2, die sich gerne kennenlernen wollen, aber irgendwie total schüchtern sind. Oh, scheiße, was? 166, naja, dann nochmal neu. Und jetzt kam 166 Meter. Ja, bitte, 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 bitte. Oh, jetzt muss ich nochmal quatschen Super. Hören, scheiße. Wow, alles okay? Ja, ich hätte sogar Lust auf noch eine Runde. Aber ein anderes Mal. Papa Fernando war ein Draufgänger, der Veras. Er hat sich so manchen Ärger eingehandelt. Und der Wocho war daran nicht ganz innocente. Er wollte nur seine Grenzen austesten, Alef. Das verstehst du doch. Du hast recht. Was? Wo? Mechanikas. Ich mach mich dann mal wieder auf zur Garage. Bis bald. Ei. Hey, mi amigo. Ich habe Papa Fernando in einem alten Automagazin gefunden. Es enthält jede Menge Infos darüber, was er mit dem Wocho gemacht hat. Kann's kaum erwarten, etwas davon auszuprobieren. Für schnelles Handling und Kurven könnten wir hierhin. Für Geschwindigkeit auf der Geraden hier. Auf den Geraden klingt irgendwie cool. Ein Blitzer. Einen Wocho wie unseren hat er bestimmt noch nie geblitzt. Das kann sein. Du hast dein Ziel erreicht. Okay. Jetzt haben wir immer Missionen übersprungen. Na gut, 306 km/h für 3 Sterne. Hui, das muss ja ein Fahrzeug sein. Sieh dir das an. Keine Ahnung wieso, aber das gefällt mir. Steig ein, Alter, ich erklär's dir. Das ist bestimmt ein Monster. Was erklärst du mir, wie man fährt oder was? Hallo, ich bin Profi. Wow, dieses Ding hat echt was drauf. Bin doch gleich. Oh, wow. Festgelegt. Los geht's. Ja. Warte. Alter Falter. Okay. Oh, der dreht schön fleißig weiter. 300 km haben wir. Müssen wir doch die Geschwindigkeit halten. Boah. Ah, da wäre noch ein bisschen mehr drin, ey. Aber gut, das war relativ easy gewesen. Hab die Bremsen repariert. Fantastisch.
Die Kiste hat echt was drauf. Wirklich was Besonderes, oder? Wart's ab, bis du siehst, was Papa Fernando damit als nächstes gemacht hat. Ja, wir haben gar nicht mehr allzu viel offen. Kann ich doch die anderen Sachen jetzt hier machen? Ich bin's wieder. Meinst du, du kannst mit dem Wacho driften? Ich habe etwas mit dem Radsturz gespielt. Komm zu mir, wenn du mal driften willst. Ich habe auch eine Idee für einen kleinen Hindernisparcours. Komm vorbei, wenn du es ausprobieren willst. Können wir gerne machen, weil dann kommen wir auch so langsam zum Ende der Folge. Achso, das ist ja egal. Oh, komm, da können wir mal ein bisschen driften üben. Driften, Komolos Wachos. Triff mich hier. Denn, ich will mit euch doch zum Ende der Folge nicht nur die Wheelspins machen, die ich vielleicht noch freigeschaltet habe, sondern gerne noch einen Scheunenfund nachgehen. Oh, Geschenk in der Scheune. Okay. Dann setzen wir uns da erstmal eine Markierung. Ich will das Geschenk haben. Fiester Gelegenheit. Ende. Wenden? Ich wollte gerade sagen. In 400 Metern links abbiegen. Achso, warte mal, wir können ja quer durchfahren. Ich bin jetzt richtig gespannt. Was hat uns jemand hier als Geschenk dagelassen? Bist du auch aufgeregt? Ich glaube auch. Oh, guck, da ist die Kiste. So. Na, was glaubt ihr? Was könnte da drin sein? So ist das wohl bei Horizon, was? Wollen wir ein Dankeschön senden? Gerne. Also, wenn es was Schönes ist. Versteht sich. Auch nicht schlecht. Überraschung, bitte passt gut auf dieses Auto auf. Ford Focus RS. Den habe ich gerade eigentlich, war, aber egal. Gefällt mir wirklich gut. Vielen Dank. Wow! Wow, back on the road! Hoppala! Ah! 100 Metern, rechts abbiegen. Hoppala! Wow! Ist dein Ziel erreicht? Gut, Drift Show. Oh, ach so, da sind noch ein paar. Okidoki, Drift Show. Ich hoffe, es ist ein bisschen Tag. Dunkelheit ist hier in dem Spiel mal ganz schick. Ja, schön. Ja. Ich will wissen, was dieses Auto in Sachen Wendigkeit drauf hat. Also habe ich dir einen Parcours gebaut. Willst du es versuchen? Unbedingt. Dachte ich mir. Steig ein. Ich zeig dir alles. Ich probier's mal als allererstes mit einem Lenkrad und notfalls natürlich dann mit einem Controller. What the fuck? Ich will euch einfach empfehlen, nehmt euch einen Controller. Das ist sehr unspektakulär hier aufgebaut. Einfach außerhalb ein bisschen fahren hier auf dem Feld. Immer so ein bisschen hin und her. Dann kriegt ihr relativ schnell eure Fähigkeitspunkte. Wir haben aber auch einen Multiplikator von 5 wahrscheinlich, was immer noch gut ist, aber da ist 7 natürlich schon mal ein bisschen besser. Okay. 250.000 haben wir. Ich muss... Oh, warte mal, wir fahren immer mal kurz zur Seite, bevor der gegen mich fährt. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, also die... Die Missionen sind alles andere als spannend gestaltet. Mit war die Findung des Warshow am Anfang des Spiels, was gleich zum Anfang war, so bis erst zur Tibia, mit das Beste von allen gewesen. Aber irgendwie kamen die jetzt nicht den großen Kick. Das war eine tolle Show. Ich muss ein paar Dellen ausbessern, aber das ist das Gute am Warshow. Man braucht nur einen Hammer und etwas heißes Wasser. Das ist ein tolles Auto. Dein Urgroßvater hätte es sicher gern gesehen. Ganz bestimmt. Schade, dass wir es ihm nicht zeigen können. Aber egal, hau schon ab. Ich melde mich bald wieder. Genau, schwelgen wir nicht in alten Erinnerungen. Wenn du ja bei eine Schulter brauchst, um dich auszuweinen. Ich bin immer da. Beschäftigt? Ich habe noch was vor mit dem Wacho. Ein Shooting, damit die Erinnerungen sogar noch länger wären als ein VW-Käfer. Mir fallen auch schon ein paar Orte ein. Der Ort, an dem Papa Fernando ihn für uns hat stehen lassen. Oder die Bacher, wo er all seine Geländerennen fuhr. Was meinst du? Ach komm, die nehmen wir jetzt hier noch mit. Dort hat alles angefangen. Kommst du hin? Ja. Muss ich ja. Du holst mich ja nicht ab, du süße kleine Maus. Originalzustand, so wie er in den 60ern aus La Fabrica gerollt kam. Gefällt er dir? Ah, mit... Ein klassischer Look.
Ja, deswegen bitte der schönste Look. Upgrade-Teile. Keine Sorge, die Upgrades sind noch da. Wir können sie jederzeit wieder anbringen. Ich möchte ein schönes Foto von dem Auto. Wie viel Langeweile oder wie viel Arbeit, oder wie wenig Arbeit muss man haben, dass man nur an ein Auto bastelt? Aber okay. Die perfekte Umgebung für den Watcho. Gut, schieße ein Foto in der Wüste. Bayer ist jetzt da, wo wir hinfahren, oder was? Ich probier's einfach jetzt mit dem Fotomodus aus. Außerdem brauche ich sowieso ein Thumbnail. Achso, die ist ja auch immer drin, ist ja süß. Habe ich noch nie mitbekommen. Okay, also Foto machen gerade eben, obwohl es gut für Thumbnail ist, bringt's nicht. Da müssen wir wahrscheinlich da erst dahin. In unserer Familie, aber nicht der letzte. Ich hatte einen und Ramiro auch. Die Liebe zum Watcho hielt ich für etwas Mexikanisches, aber vielleicht. Das klingt blöd, aber vielleicht tragen wir den Geist von Papa Fernando in uns, weißt du? Oder es ist wirklich so ein mexikanisches Ding. Das ist also schöner Lecher. Vermutlich auch wirklich ein mexikanisches Ding. Definitiv ein mexikanisches Ding. Andale pues, mach endlich das Foto. Hab ich doch schon gemacht! Hab ich doch! Habt ihr schon ein Foto gemacht? Wow, ich auch. Oh. Oh, Hupe, süß. So, schön die Straße blockieren. Ja. Foto-Challenge. Super. Ich fotografiere auch zum Beispiel sehr gerne mein Essen. Wäre es in Schwarz-Weiß, könnte man denken, es wäre Papa Fernando am Renntag. Me encanta. Muchísimas ja. Gracias. Für alles. Wir haben Papa Fernandos Bild immer auf der Ofrenda für den Dia de los Muertos. Dieses Jahr werde ich ihm viel zu erzählen haben. Sag ihm, der Watcho ist in guten Händen. Das ist er. Papa Fernando sagt, der Watcho gehört jetzt mir. Ich kann mit ihm machen, was ich will. Also, gebe ich ihn dir. Was? Aleja, nein. Versprich mir nur, dass du ihn immer in meine Garage bringst. Und jetzt raus hier. Papa Fernando und ich haben an mehr Ideen zu arbeiten. Ich ruf dich an. Okidoki, danke schön dafür. Ja, da auf 3 Sterne geht der jetzt nicht mehr ein. Cool, aber gut, wie gesagt, am Ende weg mit euch aber noch hier ganz kurz mal rüber zum Scheunenfund. Scharf links abbiegen. Wow! Oh! Ja. Aber ansonsten war es geil gewesen. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt wählen. Nö, einfach geradeaus. Okay, wir sind da. Dann lass mal ganz kurz die Drohne fliegen, denn ich denke mal, wie immer, filmen wir das dann ein bisschen schön. Da sind auch nicht mehr viele Scheunenfunde übrig im Übrigen. Denn da haben wir ja schon fast alle gesammelt. Ah, gefunden. Puh. Hallöchen, Mäuschen, schön dich wieder. Ach Gott, immer wenn ich Mäuschen sage, kommst du angetanzt. No homo, aber... Nein. Wow! Nein, nein, nein. So ein Ding wurde vor ein paar Jahren in Texas gefunden. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es noch einen gibt. Alter Falter. Ist ein 250 GTO. Wir haben den Jackpot. Was ist denn das? Ja, Jackpot! Kriegst du ihn repariert? Mit Vergnügen. Warte, bis dieses Ding wieder in seinem alten Oh, Ferrari! Oh, krass, okay. Alles klar, ein Scheunenfunde, 11 von, also 14 war es nicht gewesen, die andere, aber ich glaube, es sind nur, Anführungsstrichen, 14 Scheunenfunde. Gut, ich würde mal sagen, Ende der Folge ist erreicht und ich werde mit euch jetzt noch gemeinsam Respins machen. Wir haben 5 an der Zahl, Däumchen drücken, vielleicht ist ein Force Edition Fahrzeug dabei, denn es lichtet sich so langsam auf, was die Klamotten anbelangt und Hupen hoffentlich auch irgendwie. Also, legen wir los! Geld ist immer geil, aber wie gesagt, die ganz seltenen, oh Gottes Willen, ey. Ey, guck mal, ich hätte gerne den Morgen darüber gehabt, ja, aber das ist schon wieder.
Muskelprotz. Der ist ein Lauch. Das sehe ich jetzt schon. Das ist ein Lauch. Okay. Wir haben ja noch Vierer. Ja, ja. Alter, willst du mich verarschen? Der zweite hintereinander. Okay, gut. Das Schlechte kommt zum Anfang und das Beste zum Schluss. Weiter geht's. Nee, komm, ey, bitte. Ey, bitte, komm. Ey, aber jetzt mit den zwei wirklich so richtig krasse Sachen. Okay, bitte, bitte. Ja, 2000. Ey, stell dir mal vor, ich hätte jetzt ein T-Shirt bekommen. Ich hätte, glaube ich, egal. Okay, letzter Dreh. 2000 ist schon mal was. Ja, ja. 5 Drehs, 4 Emotes, immerhin einmal 200.000, aber das kannst du niemandem erzählen. Oh, das ist auch ein bisschen Verarsche. Ich fühle mich wie bei EA Sports. Gut, Freunde, guten Laune. Das war es aber auch dann schon gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat Spaß gemacht in den nächsten Folgen. Ja, das ist mal relativ spontan. Ich habe es ja gesagt, Forza Horizon 5 bietet so viele Möglichkeiten, Sachen zu machen. Falls euch auf was einfällt, schreibt es gerne mal in die Kommentare und wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.